Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 8 Jahre Lissabonner Vertrag, 8 Jahre gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa. Das ist in der Tat eine gute Gelegenheit, auch eine Bestandsaufnahme darüber vorzunehmen, ob wir nicht Instrumentarien, die wir haben, nachspitzen müssen, um den Herausforderungen der Zeit gerecht zu werden. Deswegen geht der Antrag der FDP-Fraktion grundsätzlich in die richtige Richtung. Und wenn wir die Waagschale aufmachen, da fällt dann auf der Habenseite mit Sicherheit heraus, dass wir gute EU-Trainingsmissionen auf dem afrikanischen Kontinent haben. Da fällt gerade in den letzten Monaten in die Waagschale, dass wir im Bereich der permanenten, strukturierten Verteidigungszusammenarbeit wesentliche Fortschritte erzielt haben. Und da fällt auf der anderen Seite, Graf Lambsdorff, Sie haben die Situation beschrieben, eben auch ins Gewicht, dass wir rund und um Europa mit einer Situation konfrontiert sind, wo die Welt in der Tat aus den Fugen geraten scheint, wo eine liberale Weltordnung, die wir mitgeprägt haben, infrage gestellt wird, wo wir mit Russland konfrontiert sind, die die Souveränität der Ukraine beeinträchtigt, wo wir mit autokratischen Staaten wie der Türkei oder auch China mit einer klaren geostrategischen Agenda konfrontiert sind, mit neuen Konfliktfeldern wie dem Cyberspace und sich deshalb schon die Frage stellt, ob wir unsere Instrumente nicht besser anpassen müssen. Wenn wir uns mit der Realität beschäftigen, dann ist es in der Tat richtig, wir kommen in den wesentlichen außenpolitischen Themen nicht vor. Und zwar nicht irgendwo auf der Welt, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft Europas. Also beispielsweise in Nordafrika. Beispielsweise, wir haben das gestern hier diskutiert, im Nahen und Mittleren Osten. Und teilweise findet diese Herausforderung ja sogar in Europa statt. Wenn wir uns beispielsweise mal mit dem westlichen Balkan beschäftigen und schauen, dass da nicht nur die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten unterwegs sind, sondern dass mit eigener Agenda dort auch Türken, auch Araber, auch Chinesen, auch Russen unterwegs sind und damit teilweise auch versuchen, einen Spaltpilz zwischen die europäischen Staaten zu treiben. Wir haben also wirklich eigenes Interesse, uns stärker zu engagieren und auch stärker zu einer gemeinsamen Stimme zu finden. Es geht um unsere Werte, unseren Wohlstand und unsere Sicherheit. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir das gemeinsam besser und effektiver verteidigen können als getrennt. Und dafür gibt es jetzt Instrumentarien. Ich würde es für gut halten, wenn wir in bestimmten Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik ein Stück weit auch von der Einstimmigkeit weggehen könnten. Wenn es gelingen würde, gemeinsame Haltungen auch zu den Themen und Herausforderungen zu finden. Jetzt gilt es, den richtigen Weg dahin zu finden, weil ich glaube, wir sind uns darin einig, dass Vertragsänderungen, und genau das wäre notwendig, eben eine Schwierigkeit, eine ganz besondere Schwierigkeit wäre. Wir sind gut vorwärts gekommen im Rahmen der permanenten strukturierten Verteidigungszusammenarbeit. Warum nutzen wir Instrumentarien, die wir dafür gefunden haben, nicht auch stärker für die Herausforderungen in der Außen- und Sicherheitspolitik? Damit wir es schaffen, Haltungen zu entwickeln, damit wir es schaffen, tatsächlich auch Konzepte entgegensetzen zu können. Es ist in der Tat mindestens belämmernd, wenn wir wie heute Nacht hören von Schande, wenn wir Konjunktive hören von europäischen Politikern, von Deutschen, von Britischen, von Französischen, aber wir letztlich dem, was in Ostguta passiert, nichts, aber auch gar nichts entgegenzusetzen haben. Es reicht nicht. Es ist gut, ich will mal so rum anfangen. Es ist gut, wenn das Auswärtige Amt sagt, wir geben 10 Millionen Euro extra für die humanitäre Hilfe in Syrien. Aber das alleine ist natürlich noch keine effektive Außenpolitik. Wir werden das nur gemeinsam schaffen. Und wir müssen es auch schaffen, weil die Konsequenzen dieser Politik, die tragen nicht die Russen. Die tragen auch nicht die Amerikaner. Und die tragen auch sonst niemand. Die tragen wir. Wir haben damit zu kämpfen, mit islamistischem Terror in Europa. Wir haben mit ungeordneter Migration zu kämpfen. Und deshalb müssen wir auch Teil der Antwort und Teil der Lösung sein. Dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Ein Punkt war die Frage der Einstimmigkeit oder der qualifizierten Mehrheit. Wir müssen am Ende, wenn wir zu Haltungen gekommen sind, letztlich diese auch durchsetzen können. Und es muss glaubwürdig passieren.
Und deshalb müssen wir natürlich auch schauen, dass wir, und ich will die Worte des Bundesaußenministers vom Wochenende verwenden, dass es eben in der Tat schwierig ist, in einer Welt von Fleischfressern als einziger Vegetarier unterwegs zu sein. Und deswegen müssen wir auch unsere militärischen Möglichkeiten besser ordnen. Und da brauchen wir mehr Zusammenarbeit und mehr Kooperation, weil es nicht in Ordnung ist, dass wir nur 15% der militärischen Leistungsfähigkeit Amerikas erreichen. Aber es ist eben auch richtig, dass wir Europäer zusammen weniger als die Hälfte für Sicherheit und Verteidigung ausgeben als die Amerikaner. Und deswegen ist Zusammenarbeit wichtig, aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, Magermilch und Magermilch zusammenzuschütten, da kommt am Ende keine Fettmilch dabei raus, sondern da muss man mehr tun, da muss man mehr reinstecken, und das sollten wir auch machen. Ich sage das im Übrigen auch vor folgendem Hintergrund. Unsere Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, und deswegen nehme ich zur Kenntnis, was wir in Koalitionsverträge schreiben, übrigens sehr genau, auch das, was zwischen den Zeilen steht. Ich nehme auch zur Kenntnis, was der Bundesaußenminister an privaten Äußerungen macht. Aber es ist eine Parlamentsarmee, und es ist unsere Verantwortung, dass wir diejenigen, die wir in Einsätze schicken, um unsere Sicherheit und Freiheit, wo auch immer, zu verteidigen, angemessen ausstatten und ausrüsten. Und deshalb ist es auch unsere Verantwortung, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Das sollten wir ernst nehmen. Und dann werden wir auch ernst genommen als Partner für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa, die effektiv ist. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Johannes Schraps für die SPD-Fraktion.